Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkinokanal. Ich sag ganz ehrlich, ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin hier doch in sehr interessanter, illustrer Gesellschaft. Neben mir ist Marcel Gonska vom Hi. WLC. Ihr kennt ihn Hallo. sicherlich wegen 4K. Und dann haben wir hier unseren Stargast, das ist Joe Kane. Joe Kane ist aus Amerika. Und Joe, Joe, das Beste ist, glaube ich, dass du dich selber einfach mal kurz vorstellst, oder? Ja, gerne. Ich mag es Leuten zu sagen, dass mein Geschäft Display Standards sind oder ist, wie man gute Bilder erzielt mit elektronischen bildgebenden Geräten. Ich bin seit 1973 in dem Geschäft. Ich habe bei Eastman Kodak angefangen, wo wir Film für das TV haben gut aussehen lassen. Somit habe ich wirklich eine große Erfahrung, in dieser Industrie zu arbeiten und Leuten zu sagen, was ein gutes Bild ist, wie man ein gutes Bild definiert, was man braucht, um zu einem guten Bild zu kommen. Und in meiner gesamten Karriere habe ich quasi Leuten geholfen, gute Bilder zu erzeugen. Ihr zwei arbeitet zusammen? Ja. Also in der Vergangenheit haben wir verschiedene Schulungsprogramme entwickelt. Momentan machen wir nicht so viel, weil wir einfach so viel zu tun haben und so busy sind. UHD, das ist eines dieser Themen, weshalb sind wir ja hier. Und vielleicht ist das auch der richtige Punkt, den Ball zurückzuspielen. Ja, Joe, du warst auf der IFA und auch auf der IBC in Amsterdam. Also ich denke, sehr interessante Ausstellungen. Die eine mehr für den Endverbraucher, die eine mehr für die Profis hinter der Kamera. Das war also die IBC. Was denkst du zum Thema 4K? Ja, ich würde gerne mit der Produktionsseite anfangen. Die Produktionsseite ist sehr enthusiastisch über das Thema 4K, über das Ultra-HD-Thema. Ich nenne die aktuelle UHD-Formate 2160p, wenn diese Zahl aufkommt, denn es folgt quasi der Konvention von 1080p, das nächste ist 2160p. Ich nutze immer noch die traditionelle Art, ein Videoformat zu umschreiben, anstelle es auf die neue Art zu benennen. Das gesagt, die Produktionsvereinigung ist sehr enthusiastisch über das Format. Die gesamte Show war über 4K, so wie sie es nennen. In der Broadcast-Welt ist es ein legitimes Format, 4K zu nutzen und zu sagen. In der Consumer-Welt ist es 2160p. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem, was produziert wird, und so, wie es ausgestrahlt oder ausgegeben wird. Die Vereinigung oder die Produktionsleute sind sehr enthusiastisch darüber. Als Beispiel nehmen wir mal Fußball. Wenn man mit einer vierfachen Auflösung von 1080p dreht, kann ich einen kompletten Fieldshot machen des gesamten Spielfeldes. Habe quasi eine Kamera aufgestellt und kann das gesamte Feld aufzeichnen. Und im Nachhinein kann ich dem Ball exakt folgen, mit einer Auflösung von 1080p. Also ein Kameramann, der vielleicht irgendetwas verpasst hat im gesamten Feld und es schafft es nicht, quasi der Action zu folgen, ist in der Lage, im Nachhinein einfach den 1080p-Ausschnitt noch rauszusuchen. Und gerade für Broadcast ist es möglich, relativ schnell Sektionen herauszupicken, ohne dass man irgendetwas noch vermisst, was für Live-Programme sehr wichtig ist, und das in der 1080p-Auflösung. Also gibt es viele, viele Gründe, die Studios mit Ultra-HD und 4K auszustatten und in 4K zu produzieren. Von dieser Warte aus betrachtet, war die gesamte Show um 4K. Du musst es haben, haben sie gesagt, das ist das nächste große Ding. Es gibt Editing-Systeme, die in 4K nun arbeiten. Es gibt Monitore. Die gesamte Infrastruktur, um das Ganze zusammenzusetzen, war auf der Show. Und jeder war quasi ermutigt, kauft es, sucht euch das Zeug, macht und gebt Gas. Und lasst uns Content in dem Format produzieren. Warum ist es der Grund, dass ich es nicht im Fernsehen habe? Ja, also es gibt etwas, das nennt sich Distribution, eine quasi die Leitung, um das Ganze zum Verbraucher zu bringen, ist einfach noch zu eng. Es gibt vielleicht noch Copyright-Geschichten und Copy-Protection-Geschichten, aber das Hauptproblem momentan ist einfach die Leitung, ist einfach der Distributionskanal,
diese hohe Auflösung zum Verbraucher zu bekommen. Die DVB arbeitet gerade daran, wie man die große Bandbreite im Broadcast-Bereich nutzen kann. Die Satellitenanbieter sind daran am Arbeiten, zu gucken, wie man das ganze Material rüberbringen kann. Und als wir im April auf der NAB waren, haben wir auch Vorträge gehört, wie die Satellitenanbieter mehr Bandbreite zur Verfügung stellen wollen. Jetzt kommt aber quasi die Herausforderung, was für ein System benötigen wir, um diese Riesenmenge an Daten zu reduzieren, um es durch die dünne Leitung zu bekommen. Das ist halt genau die Sache. Die Broadcaster sagen, wir wollen hochqualitatives Video senden, aber wir wollen es nicht in der vierfachen Bandbreite über die aktuellen Versorgungskanäle machen. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Ja, wir haben quasi auch mit Sky geredet und haben das auch auf der IFA gesehen. Und die haben uns natürlich auch was über HEVC erzählt. Aber die Hardware ist halt noch nicht da, ob das jetzt die Chips sind. Und das ist ja einer der Gründe. Ja, genau. Ja, die Distribution ist momentan quasi der Flaschenhals. Auch wenn auf der IBC jeder enthusiastisch war zu kaufen, heißt noch lange nicht, dass alle schon etwas gekauft haben. Auch das ist sicher eine interessante und wichtige Geschichte. Es ist zwar mehr als sich umzuschauen, aber es braucht einfach eine gewisse Zeit, um quasi die Infrastruktur Stück für Stück zusammenzufassen und dann zu gucken, wie kriegen wir es dann durch die Leitung. Wie ist das HDMI-Standard, Ultra-HD, 4K-Standard? Oh ja, HDMI 2.0. Und du hast mir gesagt, dass es einige Punkte gibt, die diskussionsnötig sind, beziehungsweise, ja, lass uns doch einfach diskutieren, komm. Ja, können wir reden? Ja, gut. Das Format ist nicht ganz das, was die Leute in unserer Industrie erhofft hatten. Du weißt, dass HDMI 1.4 kann 2160p mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde wiedergeben. Das ist also eine relativ niedrige Bildrate, aber wir wollen ja eigentlich gerne unsere Sachen mit 50-60p haben. Und man weiß, es geht nur mit 8 Bit. Nicht, dass das jetzt hier zu geeky wird, aber es ist einfach nicht genug und nicht genug Graustufen im Dynamic Range zwischen Schwarz und Weiß, um die Informationen zu erhalten in einer hochwertigen Qualität. Also hat HDMI 2.0 war eigentlich der Ansatz, das zu fixen. Und 24 und 30 Hertz war jetzt die Frequenz. Und da war es so, die Möglichkeit 10 Bit und auch 12 Bit zu machen und auch RGB in der vollen Auflösung anstelle das Komponentensignal YCBCR oder YUV. Und bei 24 und 30p wird HDMI 2.0 mehr Qualität bieten und erlaubt quasi den Transport einer deutlich höheren Qualität bei 24 oder 30 Bildern pro Sekunde. Aber das System erlaubt auch 60 Bilder pro Sekunde, nur dann in einer niedrigeren Auflösung, in einer niedrigeren Qualität. Wenn man also quasi ein 60p oder 50p Video wiedergibt, wird es nicht so gut aussehen, wie wenn ich ein Bild wiedergebe mit 30 oder 24p. Und das ist etwas, das sage ich, das ist nicht zu vergeben. Was sie gesagt haben, ist, ja, wir geben euch die 24 und 30, die ihr schon hattet, in einer wunderbaren Qualität, aber so übrigens, wenn ihr dann 50 oder 60 macht, kriegt ihr das nicht mehr in der gleichen Qualität. Ja, aber 60 ist ja wichtig für TV, oder? Ja, Sport. Oder Live-Broadcasting. Selbst die Nachrichten werden mit 50 oder 60 gedreht. Oder, wenn wir auf die Kino- und Filmseite schauen, einige Filme werden mittlerweile in High-Frame-Rate gedreht. So, das bedeutet, also einige von den Filmen, das bedeutet, es gibt also eine legitime Anforderung, auch High Frame Rate zum Consumer nach Hause zu bringen, in der Home-Video-Version. Ja, wie der Hobbit, genau. Das ist ein gutes Beispiel, aber auch James Cameron geht auch höher. Aber James Cameron ist auch dabei zu belegen, dass 60 Bilder 2D wesentlich besser ist, als es bisher war, als es jemals gemacht werden konnte.
Also du denkst, jetzt ist die Zeit, um den Standard richtig auf den Weg zu geben, also quasi die Sachen richtig zu fixen, jetzt und nicht darauf zu warten. Na, meiner Meinung nach ist es schon längst überfällig. Es ist einfach nicht genug überlegt worden, worum es überall geht innerhalb eines solchen Standards. Es war ja bisher erstmal, oh, wir müssen ja unbedingt die Auflösung erhöhen. Und das ist genau das, was wir immer sagen. UHD ist nicht einfach nur mehr Pixel, UHD ist über bessere Pixel. Also Farbe, Framerate, Dynamic Range, Auflösung, all diese Punkte. Wenn man damit anfängt, wird es ein neues TV-System. Wir haben keine Spezifikationen für Higher Bitrates, nicht in unserem aktuellen TV-System. Es ist ein 8-Bit-System, die Farbe ist limitiert, die Grayscales sind limitiert. Also aktuell arbeite ich sehr stark mit der ASC, der amerikanischen Vereinigung der Kameraleute, die quasi in das System gucken und sagen, 2060p ist nicht das, was man machen kann. Ja, sie nehmen sich die Dokumente, schauen, blicken rein und schauen, was kann man noch alles machen. Und wenn man nur auf die Auflösung guckt, heißt es ganz klar, es reicht nicht, um die Konsumenten zu faszinieren. Es ist nicht einfach nur die Auflösung. Ja, jeder Einzelne soll ja begeistert sein. Und die Auflösung alleine reicht auch nicht. Was wir machen, ist, wir schauen auf alle Parameter. Was kann neben der höheren Auflösung gemacht werden? Wie machen wir es hochattraktiv für jeden einzelnen User? Wir schauen auf quasi die Farbtemperatur zu ändern, die Farben zu ändern, das Gamma zu ändern, den Dynamic Range zu ändern. Jeder einzelne Parameter wird in Frage gestellt, die wir kennen und wie wir heute Video definieren. Jedes wird in Frage gestellt, wird diskutiert und wird geschaut, was kann man verbessern. Es gibt dafür viele legitime Gründe, darüber zu reden. Unsere Technologie heute ist immer noch basiert auf CRT. Ja, falls wir uns daran erinnern, wir haben mal CRTs gehabt. Ja, tatsächlich, wir haben Röhrenfernseher gehabt. Und die HD-Technik war basiert auf der CRT-Technik. Aber heutzutage nutzt keiner mehr ein CRT. Jede einzelne Display-Technologie, die bisher rausgekommen ist, hat eigene individuelle Fähigkeiten innerhalb ihrer Limitation von der Technologieseite. Und es war immer besser als ein CRT. Aber ist es jetzt nicht langsam mal an der Zeit, ein komplett neues System zu kreieren, was quasi den Vorteil hat, mit allen Möglichkeiten zu arbeiten, die wir heute haben? Teil von all den Dingen, die gerade im Gespräch sind, ist tatsächlich, dass wir einfach viel mehr Fähigkeiten haben in der Digitaltechnik, als wir das jemals überhaupt in der Vergangenheit hatten. Also warum sollen wir das nicht nutzen und diese Möglichkeiten in einen komplett neuen Standard zu formulieren? Wer macht denn diese Standards? Wer definiert das Ganze denn? Ja, bist du das? Ja, so, ja, ich auch, ja. Ja, es sind natürlich individuelle Leute auch. Aber es sind meistens Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen wie die Europäische Broadcast-Vereinigung, die SMPTE, die Vereinigung der amerikanischen Ingenieure, Fernseh- und TV-Ingenieure und Kino-Ingenieure. Ja, genau. Ja. Es ist nicht einfach nur eine Gruppe, oder? Für die Welt. Nein, nein. Die AAC ist auch eine Gruppe, die quasi Input möchte. Also es findet ein reger Austausch statt zwischen den Arbeitsgruppen. EBU-Leute sind bei den SMPTE-Meetings, SMPTE-Leute sind bei den EBU-Meetings. Es findet also sehr viel Research statt. Auch die BBC hat eine große R&D-Abteilung, auch obwohl es eine nationale Broadcast-Vereinigung ist oder ein Broadcaster, sind die sehr stark involviert. Es geht momentan hauptsächlich um die Wissenschaft, Science. Und die Deutschen, sind die fernab? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, das Fraunhofer-Institut zum Beispiel ist sehr stark engagiert. Genau, in München, aber auch Berlin, sind sehr stark aktiv involviert. Es gibt viele deutsche Produktionsfirmen, die sehr stark in dem Bereich involviert sind.
Also Deutschland ist absolut ganz weit vorne, wenn es um die Mitdefinition der Standards geht. Gerade in der EBU und natürlich auch in den SMPTE-Veranstaltungen. Also da passiert sehr viel. Ja, ich habe immer gedacht, die Deutschen sind so ein bisschen mehr konservativ, wenn man auf 720p guckt gegen 1080i und diese ganzen Diskussionen. Ja, nein, nein. Also es ist ganz wichtig, ihr müsst verstehen, in den Vereinigten Staaten habe ich 720p unglaublich stark unterstützt. 720p ist 1080i. Welten überlegen. Es ist ganz einfach eigentlich nachzuweisen. Wir hatten diesen Konflikt in den USA mit der FCC, die Federal Commission of Communication, war der Meinung, dass 720p kein HD ist, bis wir ihnen es gezeigt haben. Und dann wussten sie, dass es 720p HD ist. Und, ja, nein, 1080i ist nicht der Standard. Nicht allein. In den USA gibt es eine Reihe von Netzwerken oder Networks, also quasi Kabelanbietern und Sendern, die 720p als Format nutzen. Für Sport vor allem? Ja, ja, auf jeden Fall. ESPN, ABC, Fox, sie nutzen alle 720p für Sport. Also sie filmen 1080p und konvertieren es zu 720. Also im Program Content, also Scripted Content, was wir quasi ja, Drama nennen, ja, wo quasi Schauspieler performen, wird das meiste in 1080p 24 gedreht. Und dann wird das Ganze dahin konvertiert, wo es benötigt wird oder was die Sendeanstalten fordern oder anfragen. Es kann 1080p 24 sein, das zu 720p 24 oder 60 oder was auch immer benötigt wird. 720p 24 könnte übertragen werden. Unter den Schwierigkeiten, die wir in den USA haben oder hatten, gab es mal einen Anbieter, der gesagt hat, oh mein Gott, es wäre ja total effizient, wenn wir das 1080p24 auch weiterhin nutzen könnten und auch so ausstrahlen können, wenn es auch so produziert wird. Und auf einer Consumer Electronics Show haben sie einen Test gemacht, quasi einen RF-Sender aufgestellt und das Ganze ausgestrahlt. Und es kam heraus, dass 33%, ein Drittel aller Anbieter von Set-Top-Boxen nicht in der Lage waren, das 1080p24 überhaupt zu nutzen. Sie haben es nicht verarbeitet, auch wenn es einen Standard dafür gab. Und dann haben quasi die Sender gesagt, oh meine Güte, wenn das ein Drittel ist, können wir es nicht machen. So, und obwohl sie dachten, sie können es supporten, haben sie hinterher erst festgestellt, dass sie es gar nicht technologisch können. Nein, es kann passieren, weil es gab halt keine Quelle. Also wo es keine Quelle gab, konnte keine testen, bis irgendjemand einfach mal einen Test-Launch gemacht hat und plötzlich stellte man fest, wir können es nicht unterstützen. Also wir können nicht einfach tatsächlich etwas ausstellen, was ein Drittel aller Leute draußen nicht empfangen können, weil die Set-Top-Boxen es nicht unterstützen. Und somit ist das 1080p24 niemals übernommen worden. Es war da greifbar, aber man hat es nicht gemacht, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, um jetzt zu HD zurückzukommen. Ja, Moment, weil warum ist das cool? Ja, weil es schick aussieht und gut aussieht. Also hier ist die Sache. Wir haben momentan eine Phase der Einführung für Ultra-HD, verschiedene Phasen. Momentan sprechen wir über UHD1, so wie die UBU das nennt, wo wir 50 oder 60 Bilder pro Sekunde haben, wo wir aber noch nicht die Farbwiedergabe haben, wie es eigentlich vorgesehen ist, wo wir quasi noch mit HD-Farben arbeiten. Weil es nicht möglich ist, mit der aktuellen Display-Technologie den im BT2020-Standard definierten Farbraum darzustellen. Wir müssen erst eine neue Display-Technologie definieren, die in der Lage ist, diesen Farbraum überhaupt darzustellen. Also Display-Technik heißt LCD-Display? Nein. Es heißt eigentlich jede Display-Technologie. Jede. Jegliche. Jede. Es gibt alles, was momentan ein Bild darstellen kann, ist nicht in der Lage, den Standard, der für BT 2020 vorgesehen ist, darzustellen. Keiner. ITU 2020. Also was wir momentan in der Post-Production zum Beispiel machen, ist, weil wir das wissen, in unserem Part in der Content-Produktion, ist, dass wir eine Farbkorrektur zu den HD-Farben machen. Das heißt, wir haben eine HD-Gamma-Kurve wie bei HD, wir haben die Farben, wir nutzen die höhere Resolution von Ultra HD,
und machen daraus ein sehr hochwertiges Ultra-HD, was einfach fantastisch aussieht. Aber das ist momentan noch nicht das, wie es in der Zukunft aussehen wird. Was also noch gefixt werden muss, um den Standard zu definieren. Also wenn ihr den neuen Standard definiert, braucht man dafür einen neuen Kabelstandard oder ist das, nein. Also auch hier, das TV-System ist ein Kommunikationssystem. Das heißt, es gibt eine Reihe von Regeln, wie Material produziert wird und wie es dann zu reproduzieren ist. Das Videosystem selbst definiert, wie Produktion und Reproduktion zusammen funktionieren. Diese Regeln sind basiert damals auf CRT-Technik gewesen und definiert worden. Es war nicht der Kanal dazwischen, welches Kabel oder welche Distribution. Also das heißt, wenn wir eine Quelle haben, wie 4K-Content online, denkst du, wir werden es erst online haben oder werden wir vielleicht einen neuen Blu-ray-Standard haben, wo quasi wir einen richtigen Player haben mit einem HDMI-Kabel, das einfach angeschlossen wird? Was denkst du? Ja, wir haben momentan über die enge Pipeline gesprochen, was noch definiert werden muss, wie man das Material da durchkriegt. Ja, also es ist schwierig. Die Frage, die du gestellt hast, ist, glaube ich, komplizierter und größer, als du dir vorstellen kannst. Ah, wir haben viele Batterien dabei in der Kamera und Speicherkarten, kein Problem. Okay, also so sieht das jetzt hier aus. Wir müssen anfangen, dass wir das Kommunikationssystem zu ändern haben. Wir müssen die Regeln, die Standards in der Art, in der produziert wird, müssen verändert werden. Und dann müssen wir definieren, welche Display-Technologie genutzt wird heute im Vergleich zu dem, was ein CRT konnte, damit es auch wiedergegeben werden kann. In meiner Meinung ist es so, dass wir ein komplett neues Videosystem definieren müssen. Alles, was wir heute wissen, muss zwar mit integriert werden in das neue System, weil wir haben ja wahnsinnig viel Archivmaterial da draußen, was ja auch weiterhin hochwertig wiedergegeben werden muss. Aber das neue System muss weit darüber hinausgehen. Ob das Farbwiedergabe ist, ob das Dynamic Range ist, mehrere Schritte, deutlich mehr zwischen Schwarz und Weiß. Wir haben eine feinere Gradation und Konturen, ja, dass wir schöne Ecken haben, saubere Farbübergänge in den Gesichtern beispielsweise, ja, was die Schattierung betrifft, als Beispiel. Es muss alles Teil eines neuen Systems sein. Es soll ein besseres Bild werden. Auflösung alleine muss man maximal das 1,8-fache der Bildhöhe entfernt sitzen, damit man überhaupt den grundsätzlichen Vorteil von Ultra-HD auch tatsächlich wahrnimmt, dass man sagt, wow, mein Gott, das ist ja sowas von toll, das ist sowas von realistisch, sowas von gut, das habe ich noch nie gesehen. Aber diese Auflösung ist halt limitiert. Sitzt man weiter weg, wird man diesen Vorteil überhaupt nicht erst haben. Das ist der Grund, warum wir ganz klar sagen, und damit meine ich nicht nur ich, sondern die gesamte Produktionscommunity, dass das System muss mehr haben als nur Auflösung, um einfach attraktiv zu sein, auch nicht nur bei der idealen Sitzbedingung. Ob das Farbe ist, Farbraum, ob das Dynamic Range ist, High Dynamic Range und alles, was mit quasi der feinen Auflösung und der Realität eines echten Bildes zu tun hat. Ja, dass es smooth wird anstelle von gezackt, ja, wenn wir über Farbübergänge reden. Es gibt also eine ganz große Anzahl an Dingen, die quasi abgegradet werden müssten in der Definition eines neuen TV-Systems, was quasi ein extrem krasser Gegensatz ist zu dem, was wir heute quasi mit HD machen. So wie ich das quasi schon mal erwähnt habe, es ist Grayscale, es ist Gamma, es ist Farben, alles das, was Marcel gesagt hat, all diese Punkte stehen jetzt quasi zur Debatte, um das Ganze zu optimieren. Schauen wir auf OLED im Bereich High Dynamic Range. Momentan, OLED, mit denen ich gearbeitet habe, haben 10:1 Umfang in Dynamic Range. Das heißt, hat man einen ganz kleinen weißen Punkt, ja, wie ein Feuerwerk zum Beispiel, bei einem dunklen Hintergrund, oder Highlights einer Oberfläche im kleinen Bereich, kann 10-fache Light Output oder Helligkeit haben, als wenn wir den gesamten Monitor hell machen.
Das heißt, oder Full Field machen. Das heißt, wenn wir uns diese Technologie anschauen, was dort im Bereich High Dynamic Range möglich ist, da können wir wirklich die Möglichkeit ergreifen, den Leuten das Gefühl zu geben, dabei zu sein. Ja? Es ist wirklich, wirklich, oh mein Gott, es ist ja wirklich da. Ich bin quasi dort in der Realität oder ich bringe die Realität nach Hause. Und das ist quasi nur ein Teil, was über High Def hinausgeht. OLED kann damit arbeiten vielleicht, aber wir müssen jetzt auch noch darüber hinaus schauen, was es für andere Display-Technologien gibt, die das nicht können. Und wie können wir Regeln entwickeln, dass wir von dieser Technologie, die OLED zum Beispiel zur Verfügung stellt, auch wirklich profitieren in der Produktion. Und OLED kann das vielleicht von sich aus, weil es Technik so ist, aber andere Display-Technologien können es eben nicht. Also ist die Frage, die anderen Technologien haben nicht die Variabilität. Wie können wir denn jetzt Variabilität in den Videostandard setzen, dass wenn wir kein OLED beim Zuschauer zu Hause haben, sondern andere Display-Technik, dass wir damit auch die gleichen Ergebnisse erzeugen können? Und das bedeutet, wir reden über ein neues TV-System. Ja, das hört sich nach viel Arbeit an. Also ich weiß, es ist viel Hintergrundinformationen, die wir hier haben, wo wir sagen, oh mein Gott, was geht denn da ab? Ja, aber ich denke, wo wir vielleicht mal drüber reden sollten, ist, wo ist denn jetzt der Vorteil heute für jemanden, der ein aktuelles Ultra-HD-Display kauft, ja, das nach UHD 1 quasi arbeitet? Und wo geht das Ganze hin? Die ganze Zukunftssicherheit, die ganzen Möglichkeiten. Joe, was denkst du? Also ich denke, die wichtigste Sache ist, so wie sie momentan ist, aktuell, ist, dass alle Leute, auch die Professional-Leute aus der Produktion, alleine schon aufgrund der Auflösung mit den Möglichkeiten, das erste Mal auf ein Bild gucken und sagen, endlich kann ich mal die Resolution so sehen oder die Auflösung so sehen, wie sie tatsächlich war. In den meisten Fällen schauen sie auf ihr Material in 1080p, auch in der Produktion, auch wenn es in einer deutlich höheren Auflösung produziert wurde. Wenn die Kameraleute bei mir in mein Haus kommen und sehen quasi auf meinem 2160p-Set oder Display, wie das Bild aussieht, dann sehen sie auf einmal Dinge in ihrem Bild, was sie vorher in ihrem eigenen Bild nie gesehen haben. Der Verbraucher hat Ultra-HD-Bilder zu Hause. Ja, ein iPhone, ein Smartphone, ja, filmt oder fotografiert schon in einer deutlich höheren Auflösung als HD. Konsumenten drehen oder schießen Bilder in einer unglaublich hohen Auflösung. Bisher waren sie nie in der Lage, diese Auflösung zu sehen. So, das heißt, erst wenn sie so eines dieser neuen Geräte haben, werden sie das erste Mal in der Lage sein, zu sehen, wie die Qualität aussieht. Ja, genau so ist das. Sie sehen das erste Mal, was sie fotografiert haben. Und das Gleiche ist wie mit den Kameraleuten, die sagen, oh mein Gott, das ist ja das erste Mal, dass ich alles sehe, was wirklich in dem Bild ist, was ich aufgenommen habe. Ja? Und sie sehen Bilder, wo sie gedacht haben, die kennen sie gut, und gucken dann auf das neue Ultra-HD-TV-System und TV-Gerät und sagen, oh meine Güte, das wusste ich gar nicht. Das ist so viel mehr, als ich vorher gesehen habe. Genauso wie Games. Ja, auch Games, ja, da ist es so, die quasi mit dem PC funktionieren, wo ich 2160p mit einer hohen Bildrate habe. Wenn man auf die Games guckt, da sagt man, oh mein Gott, das Spielen in UHD ist sowas von gigantisch und macht so viel mehr Spaß und ist so viel realistischer. Das ist genau das, wo die Leute heute sofort jetzt einen Vorteil haben. Okay, aber PC und PlayStation ist eigentlich ja gar kein Problem, jetzt damit zu arbeiten. Ja, PC ist kein Problem. Die neuen Videokarten sind in der Lage, quasi hochaufgelöste Bilder mit einer hohen Framerate auszugeben. Die Videokarten waren eigentlich schon da, bevor überhaupt die Displays kamen. Und ich finde jetzt gerade Wege, wie ich es aus der Videokarte rauskriege in die Displays, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten von den Interfaces und das Ganze muss man halt auch ausprobieren. Aber am Ende heißt, was ist mit den Fotografien, mit den Fotos, was ist mit den Games? Wir haben sofort Vorteile auch im Bereich UHD 1. Es ist etwas, was den Leuten jetzt schon Möglichkeiten gibt, was sie vorher nicht hatten, wenn man jetzt quasi
einsteigen. Ich glaube natürlich, dass sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Es wird alles sich noch weiterentwickeln. Wenn jetzt jemand meint, er hat jetzt das letzte Mal einen Fernseher gekauft, dann muss man sagen, hallo, Sie haben vielleicht nicht so genau aufgepasst, was in den letzten Jahren so passiert ist. Aber es wird sich ändern. Entschuldigung, es wird sich ändern. Aber trotz alledem ist es ein akzeptierter Fakt, denn Technik entwickelt sich. Und ich bin auch kein Philosoph und auch kein Zukunftsdeutender, aber ich weiß, dass das ist für sicher ist, es wird sich ändern. Aber irgendwo muss man halt einsteigen. Man muss irgendwann sagen, okay, jetzt steige ich in eine neue Technologie ein. Die Frage ist, ist da jetzt ein Wert, heute? Und der größte Wert, den ich momentan sehen kann, ist, was wir aktuell haben. Wir haben Spiele, wir haben Fotos in einer hohen Qualität. Und das sind die wichtigsten und neuesten Dinge, die quasi einen Vorteil aus dieser neuen Technologie ziehen können. Und natürlich kann ich auch hochskalieren, mein Bildmaterial. Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Also ja, wenn wir auf die Zahlen schauen, auf Sales, es ist die Screen Sizes, die Bildgrößen werden immer größer. Das heißt, 50 Zoll plus sind quasi die neuen Verkaufszahlen. Die Wohnzimmer bleiben aber die gleich großen Wohnzimmer. Es ändert sich ja nichts in den Raumgrößen. Aber die Leute wollen größere Screens. Das heißt, dadurch eine Erhöhung in der Auflösung zu haben, macht auch wiederum Sinn, weil ich einen deutlich größeren Bildschirm zu Hause haben kann und habe einen attraktiveren Unterhaltungsfaktor in meinem aktuellen Raum. Und es wird trotzdem immer noch sehr gut aussehen. Und auch Upscaling an sich sieht doch hoffentlich gut aus, oder Joe, was die Hersteller so machen. Ja, also grundsätzlich finde ich es sehr witzig, weil 1080p zu 260p ist quasi ein Line-Doubler, eine Line-Doubler-Technologie. Ja, es ist quasi mal zwei horizontal, mal zwei vertikal, was wir seit Jahren haben. Ja, es ist wirklich einfach, 1080p zu 2061p zu konvertieren. Man multipliziert einfach horizontale und vertikale Auflösung mal zwei, man verdoppelt die horizontale und vertikale Auflösung und hier sind wir. Ja, aber manche Hersteller sagen ja, wir haben ja hier noch besondere Settings, um das Ganze zu machen. Wir haben auch auf der IFA einiges gesehen. Ja, nein, also das will ich damit nicht sagen. Jeder Hersteller hat so seine Secret Sauce, seine geheimen Zutaten. Jeder muss das ja haben. Sonst hat man ja kein Claim to Fame, wie man so schön im Englischen sagt. Ja, also kein Grund, um hervorzustechen. Aber in meiner Meinung ist es relativ einfach, von 1080 auf 2060p zu kalkulieren und zu konvertieren. Wenn man das gut macht, ist es überhaupt kein Problem. Und die andere Seite könnte anders sein. Ne? Also ja, klar, absolut. Da sind wir uns absolut einig. Man kann alles kaputt machen. Ja? Also egal, wie schwierig oder wie einfach etwas ist, ja, man kann es kaputt machen, ja? Man kann es versauen. Deswegen. Aber ja, es wird mit Sicherheit einige geben, die es hinbekommen, es schlecht zu machen. Ja? Und wir nennen jetzt hier keine Namen. Ja, aber so ist das. Es sollte aber eine einfache Konvertierung sein und es sollte gut aussehen. So, was ist der Punkt? Wie geht's weiter? Wo sind wir? Wir haben September nun. In den nächsten 12 Monaten wird sich einiges tun in diesem Technologiefeld. Also, ich denke, es wird viel passieren. Wir haben eine Menge Arbeitsgruppentreffen, wo es genau um das Thema UHD und Standardisierung geht. Wir haben auch HDMI 2.0 da, aber es wissen noch nicht viele wirklich über alle Fakten Bescheid. Ja, auf der Funkausstellung wurden ja nur einige Parameter bekannt gegeben. Also wir werden sehr viel sehen, wie das funktioniert. Auch die Upgrade-Möglichkeiten, die der ein oder andere Hersteller auf der Funkausstellung bekannt gegeben hat, die halt ältere HDMI-Schnittstellen haben, sagen, ja, wir können halt auf Ultra HD mit mindestens 2160p mit 60 Bildern dann unterstützen. Auch das ist eine Sache, die bleibt abzuwarten. Wie funktioniert das? Also ich bin sehr neugierig zu sehen, wie das alles einwandfrei funktioniert oder ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir werden auch eine sehr schnelle Marktveränderung sehen im UHD-Bereich. Wenn wir schauen auf die Preise heute, 3000 Euro Einstiegspreis wurde auf der Funkausstellung schon angegeben.
Was bedeutet, dass Full-HD-Geräte wahrscheinlich weggehen werden in einer bestimmten Preisklasse und werden durch UHD-Geräte ersetzt werden. Das heißt, wir werden eine sehr schnelle Saturierung, eine sehr schnelle Sättigung im Markt haben, was Ultra-HD-Displays betrifft. Also da ist eigentlich eine Bewegung drin, die ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, die Frage ist, wie können wir jetzt aufholen beim Standardisierungsprozess, um sicherzustellen, dass wir auch in dieser Zeit genug Content liefern. Ja, weil die Konsumenten oder die Zuschauer wollen hochwertiges Material gucken. Ja, 4K Ultra HD Blu-ray, das ist jetzt natürlich eine Sache, die muss auch diskutiert werden. Und auch, wie bringe ich das über Satellit nach Hause? Aber es kann auch über USB-Stick oder Festplatten, über USB 3.0, kann schon Content, Ultra HD Content, zugespielt werden. Viele Hersteller haben ihre Media-Player-Fähigkeiten abgedatet, womit wir also wissen, wir haben die Möglichkeit, mit einem Datenträger Informationen zum Verbraucher zu bringen. Also wir sind quasi in einer Übergangsphase. Ja. Wenn du zurückkommst aus Europa, dann kannst du uns vielleicht ein bisschen was über die neue Sony-Maschine erzählen, die quasi wie die On-Demand 4K macht online. Ja. Ja, es ist ja halt eine Möglichkeit quasi, ja, um 4K zuzuspielen. Das ist doch der einfachste Weg, oder? Ja. Also ich denke, dass wir einige TV-Hersteller sehen werden, die quasi Server zur Verfügung stellen werden, um Content zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass das eine ganze Anzahl sein wird. Ja, sie müssen. Wenn sie jetzt keinen Content anbieten, gibt es eigentlich keine Rechtfertigung, ja, Geld für ein UHD oder viel Geld für ein UHD auszugeben. Ja. Ich bin nicht in der Position, bestimmte Sachen zu kommentieren. Aber ich denke, dass Apple, ich habe keine Verbindung zu Apple und weiß nicht, ob da quasi was kommt. Aber es wäre ja cool, wenn Apple mit irgendwas Großem käme. Das würde ja mit Sicherheit anziehen. Ja, ich fände es auch gut, wenn Warner Brothers oder Disney kämen und sagen würden, hier, wir haben etwas und wir bringen es jetzt nach draußen. Ja, vielleicht folgen die ja Sony. Ja. Ja, Sony hätte ich vielleicht noch inkludieren sollen, ja, Sony Studios. Ja. Ja, aber Sony macht es, genau. Aber die Sache ist die, Content ist eine schöne Sache. Aber das Problem bei Content ist, wir haben Lizenzvereinbarungen. Das heißt, die rechtlichen Geschichten. Ja, wenn eine Firma in den USA quasi Content anbietet, heißt das noch lange nicht, dass derselbe Service auch in Europa zum Beispiel angeboten werden kann, weil die rechtliche Situation eine völlig andere ist. Wir haben also Licensing-Diskussionen, wir haben rechtliche Situationen. Es muss ausgeklamüsert werden, quasi wer kann was über welche Kanäle zur Verfügung stellen. Wie können wir Content zum Verbraucher bringen? Das ist auch der Unterschied, liefere ich High-Quality-Premium-Content oder liefere ich einfach nur irgendetwas zum Schauen? YouTube 4K, irgendetwas, UHDs, Timescapes, was für alles nett ist, sich das anzugucken, aber es muss halt etwas da sein, was unterhaltsam ist. Es muss also etwas sein, wo jeder sagt, wow, wir brauchen entsprechend hochwertige Bilder. Ja. Ja. Und natürlich, selbstgemachte Bilder sind ein guter Punkt, aber wir brauchen auch Video. Ja. Immer mehr Studios gehen ja auch immer mehr auf digitale Kinoproduktion. Ja, das passiert schon eine ganze Weile. Ja. Also die traditionellen Regisseure, die sagen immer noch, nee, lieber nicht digital. Ja, also ich muss die Leute auch noch ein bisschen verteidigen, die immer noch mit Filmen drehen. Es gibt High-Quality-Scanners, Filmscanner, die quasi Film in die digitale Domäne transferieren. Also Film ist noch nicht tot, ja. Aber es gibt immer noch genug, die mit Filmen arbeiten. Aber es ist ein größerer Bestandteil an Leuten, die immer mehr digital drehen und filmen. Gerade im Prozess mit der ASC, mit der ich arbeite, da sind einige Vorteile im Bereich digitaler Cinematografie, zum Beispiel Dynamic Range. Ja, wenn wir über High Dynamic Range sprechen, sprechen wir über die Möglichkeiten,
das ist jetzt wahrscheinlich wieder zu geeky, aber wenn ich einen hohen Dynamikumfang habe zwischen Schwarz und Weiß, ich gebe mir mal ein Beispiel. Die Arri-Kamera, die von einer deutschen Firma hergestellt wird, wurde benutzt, um den letzten Space Shuttle-Start zu filmen. Jeder hat schon mal einen Space Shuttle-Start gesehen. Wenn die Rakete hochgeht, sind die Flammen so hell, ja, man sieht sie eigentlich nur noch in Weiß. Ja, alles blumt, alles wird quasi überstrahlt. Und Arri hat so viel Dynamikumfang im Signal, dass jedes einzelne Detail in der Flamme sichtbar ist. Das heißt, wir sehen die Rakete starten, wir sehen die Flammen selber, aber wir sehen jegliches Detail in den Flammen. Das ist, was das High Dynamic Range ausmacht. Das gesamte, alle Details sind da. Alles, ja, selbst wenn ja, die Belichtung so hell ist, ja, sehen wir jegliches kleinste Detail zwischen dunklen und hellen Bildern. Jedes kleinste Detail. Und das ist das, was wir mit High Dynamic Range meinen. Etwas, das so hell ist. Und man belichtet es darauf hin. Und trotzdem ist etwas, was noch viel heller ist, immer noch sichtbar. Das ist etwas, was natürlich über die Digitaltechnik erstmals möglich geworden ist. Und ich drehe mit einer Nikon D800E. Und ich bin auch in der Lage, mit meiner Kamera genau das Gleiche zu machen. Das heißt, Fotos, die ich geschossen habe, kann ich nachbearbeiten und belichte nach einem bestimmten Inhalt des Bildes. Und alles, was vorher dann quasi überlichtet war, überbelichtet, ist plötzlich auf einmal da. Der Himmel ist blau, es sind Wolken im Himmel, ja, und trotz alledem ist alles in allen Details da. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dass High Dynamic Range ein Teil des neuen Ultra-HD-Systems werden muss, weil es Möglichkeiten gibt, Informationen einzufangen und durch die höhere Bitrate diese Informationen auch zu erhalten. Und deswegen brauchen wir auch mehr Bits zwischen Schwarz und Weiß, um den High Dynamic Range auch überhaupt zu rechtfertigen und zu ermöglichen. Und das ist UHD. Super. Was sagen wir? Ja, für jetzt, Teil 1. Ja, also ich würde sagen, wir sollen ein Follow-up haben. Nächstes Jahr, CES-Show vielleicht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt wahrscheinlich wieder für Ultra-HD. Genau. Bist du da? Ja, vielleicht, ja. Ja. Also wir müssen sicherstellen, dass wir ein Follow-up haben. Vielleicht nach der CES. Ja, das war viel Information. Ja, es war viele Informationen. Es war auf jeden Fall sehr gut. Es wird spaßig sein, das alles zu übersetzen. Joe, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Okay, dann machen wir gleich mal weiter und wollen mal zeigen, was der Marcel ja sonst noch den ganzen Tag hier macht. So, Marcel, jetzt sind wir quasi im Hauptteil des Gebäudes. Wildlife Consulting. Ja, in der deutschen Version hattest du vielleicht kurz noch mal erzählt, was du machst, aber sag doch noch mal ganz klar, was ihr macht. Ja, also was wir hier haben, ist unser Testbereich. Das heißt, wir machen hier alle möglichen Display-Tests für TV-Hersteller. Die TV-Hersteller, A-Marken, unterschiedliche Marken, geben uns Vorserienmodelle oder Engineering-Samples und fragen uns, wie sie quasi die Bildqualität verbessern können. Das heißt, wir haben sehr viel Equipment hier, Test-Equipment, Bildgeneratoren, Farbspektrometer, womit wir in der Lage sind, wirklich Displays zu analysieren und objektiv quasi Geräte zu testen. Darauf basierend entwickeln wir dann Proposals, so Anforderungspapiere, die dann in die Forschung und Entwicklung gesendet werden und wo wir dann auch aktiv in den Optimierungsprozess involviert werden und auch daran beteiligt sind. Wie lange dauert es, bis so ein Gerät ihr bekommt, oder wie lange dauert das, so ein Projekt, bis ihr das abgeschlossen habt, vom Gerät jetzt bis zum fertigen Produkt? Ja, also wir stehen natürlich unter NDA, also Verschwiegenheitsvereinbarung, also wir sehen hier nichts, aber es hängt wirklich davon ab. Das heißt, es kann sein, dass wir einen Anruf kriegen und da heißt es, wir brauchen in 3 Wochen ein neues Display. Es ist schon fast da, gucken wir mal, was wir rausholen können.
Andererseits kann es sein, dass wir Kunden haben, die kommen, wenn sie in der Produktplanungsphase sind. Das heißt, wir sind von Anfang an involviert und können dann definieren, welche Panel-Charakteristik, was für eine Bildqualität, also die Sachen. Es hängt wirklich immer vom Projekt ab. Aber ihr seid auf TV-Geräte fokussiert, ihr macht nichts anderes, keine Lautsprecher oder Audio? Ja, also wir machen das schon. Wir sind ein externer Lösungsanbieter. Das heißt, wir machen alle möglichen Technologieberatungen. Aber wir selber hier in unserem Haus sind spezialisiert auf Video. Wenn es um Speaker geht, Lautsprecher, haben wir Subunternehmer, die wiederum spezielles Equipment und Know-how haben für wirklich hochwertiges Testing. Und mit denen machen wir das dann. Also wir sind quasi die Projektmanager und sorgen dann dafür, dass quasi ein Projekt über die Bühne geht. Ich sehe jetzt einige TVs hier, die quasi LCD-basiert sind. Wie sieht es mit OLED aus? Ja, OLED ist, sieht sehr vielversprechende Technologie aus, wie wir ja eben im Interview auch hatten. Aber wir hatten noch keins hier im Labor. Was ich gerne machen würde, ist mir wirklich mal eins angucken. Wir sprechen mit einigen Herstellern, aber es gibt ja gerade nur zwei. Ja, also, aber unabhängig davon, wir sprechen mit denen und wir sind neugierig, mal so ein Gerät wirklich unter wahren Testbedingungen zu überprüfen und zu gucken, was für Fähigkeiten die Technologie hat. Da hatten wir aber noch keine Chance zu. Ja, es arbeiten drei Leute hier bei uns. Wir haben drei. Einer ist Head of Laboratory, also Testchef, einer ist Marketing und einer bin ich wohl. Ja, ja, wir reisen viel, ja. Ja, Flughafen hier, Flughafen da, Meeting hier, Meeting da. Ja, das ist halt immer wahnsinnig viel zu tun. Es gibt die UHD, HD-Gespräche. Wir nehmen an den Arbeitsgruppen teil, wir müssen immer quasi am neuesten Stand sein, wir müssen wissen, was los ist. Ja, einige Zertifikate hier. Ja, das sind eigentlich relativ alte Geschichten, weil das war so in den Anfängen, wo wir uns auch mal angeguckt haben, was ist im Bereich Digital Cinema los, was ist im Bereich Audio los, wer macht was. Aber hier muss man einfach dafür sorgen, dass man weiß, wovon man spricht, auch wenn man jetzt gar nicht unbedingt gerade in diesem Bereich arbeitet. Ja, schauen wir mal hier, wenn wir rübergehen, die ganze Technologie. Das heißt, ja, wir haben Signale, die wir quasi von jedem Raum zu jedem Raum routen können. Das heißt, wir haben hier unten im Laborbereich haben wir einige Bereiche, wo wir Videosignale hinschicken können. Wir können sie aber auch in jeden anderen Bereich des Gebäudes schicken. Wir haben zwei Serverschränke quasi, wo Bildgeneratoren und HDMI-Switchers und Boards und Switching-Boards und alles quasi drin ist. Die TVs werden normalerweise da drüben getestet. Was wir auch haben, ist quasi ein Referenzkino. Und wir nennen es ein Screening Room, weil dieser für Audio- und Bildoptimierung ausgelegt ist. Hier haben wir einen DLP-Projektor. Der quasi hier genutzt wird. Der Grund, warum wir DLP benutzen, ist wahrscheinlich wieder ein eigener Bereich. Ja genau, Teil 2 des Interviews, genau. Also wir haben hier eine Referenzscreen, wo wir quasi Qualitätskontrolle für Content machen. Das heißt, wir haben Produktionspartner, wie wir ja gesagt haben im letzten Interview, genau, wo wir die 4K-Produktion gemacht haben. Ja, das ist eigentlich Teil 4 dann, ja. Ja, also ja, wir gucken uns Content an, den wir bekommen, schauen rein, wie die Qualität ist. Wir haben auch einen akustisch optimierten Hörraum hier. Das heißt, perfekter Sound, perfektes Bild. Wir können hier Schulungen durchführen, Trainings. Industrieleute schicken ihre Leute hier rein, dass sie Videotrainings bekommen. Das ist alles, was wir hier machen. Das heißt, wenn ich eine Produktion mache mit Blu-ray, kann ich euch das geben und ihr guckt drauf und ihr sagt, ja, sieht gut aus oder bitte ändert das. Ja, das ist eigentlich ja ein so ein Teil, aber wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit Bavaria Film. Die haben eigentlich das ganze Equipment, das heißt, in der Post-Production, wir machen eigentlich mehr so die Final Steps, das heißt QC, finales Produkt und schauen, wie es ausschaut. Ja. Ja, so für die, die Home Cinemas haben, vielleicht mal ein bisschen über die Technik, die ihr hier einsetzt. Ihr habt also ein Samsung, genau, ein Samsung DLP, ein 1080p Projektor. Wir haben das große Klipsch TX-System, das ist Horn-System, TX Ultra 2. Das ist das Größte, was es zu der Zeit gab. Es ist eigentlich ein 7.2-System, aber wir befeuern es mit 5.2. Dann haben wir 30 cm Subwoofer mit einem externen Verstärker. Und das Ganze wird angetrieben durch ein Arcam AVR600. Da ist jetzt das neue Videoboard drin für HDMI, weil die hatten damals ein Problem mit dem Pass-Through. Das heißt, das Videosignal wurde gefiltert.
und ist dann quasi rausgegangen zum Display und sah nicht mehr so gut aus. Jetzt haben sie das neue Board und das haben wir ausgetauscht und jetzt arbeitet es relativ gut. Also der Sound ist unglaublich. In dieser Kombination, Leute kommen rein, erwarten nichts und hören das. Wir sagen immer, der erste Schuss ist gratis, weil wir verseuchen die Leute dann fürs Rest ihres Lebens. Ja, für immer. Ja. Wir haben Oppo als Abspielgerät, unter anderem. Wir haben sogar noch einen HD-DVD-Player hier, so also ein bisschen zwar Retro-Style, aber wir haben natürlich einige Discs noch gehabt, die damit abgespielt wurden und abgespielt werden können. Wir haben PCs für Ultra-HD und 4K-Playback, auch Native-Playback. Ja, ich habe hier so einen Stick, vielleicht kann man da ja gerade einfach mal... Ja. Das akustische Treatment wurde von RTFS gemacht. Vielleicht sollte ich jetzt nicht so viel Werbung machen. Aber die RTFS-Leute sind echt gut. Also Farshid Shalavanian, die haben die ganze Akustik gemacht, die kennen sich richtig aus und die haben das Gesamte ausgemessen und quasi ausgestattet. Ja, die Leinwand ist eine graue Leinwand. Der Grund dafür ist, das ist die JKP Affinity Screen. Die graue Leinwand absorbiert quasi Restlicht, was aus dem Digitalprojekt rauskommt. Damit kriegt man einfach einen höheren Dynamic Range, wie wir das auch im Interview gehört haben. Und die Uniformität der Screen, das ist halt häufig ein Problem mit grauen Leinwänden, ist sehr gut. Also viele haben Hotspot oder schlechte Ausleuchtung. Diese hier hat das eben nicht. Und sie hat auch keine Struktur. Das ist also auch sehr wichtig. Das bedeutet, wenn man eine Struktur im Bild hat, ist es so, dass die Leinwand Rauschen zum Videosignal hinzufügt. Das heißt, man schaut zwar auf die Leinwand, folgt quasi dem Geschehen auf der Leinwand, aber man nimmt quasi die Struktur wahr und das fügt quasi Rauschen dem eigentlichen Bild hinzu. Und deswegen ist es wichtig, dass die Screen glatt ist, smooth und sauber. Und das ist halt alles mit einer einzigen Leinwand realisiert worden. Ja, die ist irgendwie 2 Meter breit. Ich weiß jetzt nicht, die Diagonale habe ich nicht im Kopf, aber 2 Meter breit. Ja, danke. Ich denke, das war erstmal ein netter Rundgang. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Schauen, dass es gibt mit Sicherheit wieder einige Themen, die wir zusammen besprechen können. Jetzt müssen wir erstmal gucken, die 4K-Produktion. Genau, so wie wir das, wie ihr das auch auf der IFA gezeigt habt. Genau, mit der Futuretainment GmbH, genau. Genau. Und ja, die Musikgruppen, die dort aufgezeichnet waren, waren Coverbands, Boss Time, Bruce Springsteen, ZZ Top, genau. Also hier gibt es einen großen Event, den wir gerade planen, zum 14, also Oktober, November Zeitraum. Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber das ist ein großer Presseevent, den wir planen, zum Thema Ultra HD. Und da wollen wir die Industrie quasi auf den aktuellen Stand bringen, wie es mit Ultra HD aussieht. Und der Plan ist natürlich, dass auch ihr als Grobi TV mit dabei seid, um quasi dort auch mit am Start zu sein. Das wird sicher das nächste große Ding. Ja, genau, ihr kriegt also die Infos, ja, und Anrufe von der Industrie, genau, ja, richtig, Industrie, aber wir kriegen auch Anrufe von Journalisten, Presse, die quasi nach Infos fragen. Und wir kriegen auch natürlich eine Menge Anfragen nach Content, weil jeder sucht natürlich jetzt hochqualitativen Content. Ja, man will weg von diesem ganzen, irgendwelche Frauen gehen langsam am Strand entlang, ja, von diesem Bienchen- und Blümchen-Status einfach mal weg, sondern wir suchen richtiges, hochwertiges Entertainment und Content, der unterhält. Ja, ja, also ein guter Platz wieder mal für den Grobi TV YouTube-Kanal. Genau. Und hier, ganz wichtig, gucken Sie sich die URL mal an, www.4k-concerts.com. Genau, da haben wir quasi ein großes Making-of drauf. Quasi die erste europäische Multikamera-Aufzeichnung, die 4K-Konzerte, werden dort quasi beleuchtet. Patrick, vielen Dank, Marcel, danke. Ja, jetzt machen wir es doch auf Englisch, ja, das letzte auch noch. Das nächste Mal auf dem YouTube-Channel und Grobi TV. Bye.